Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Strategic Command. Nicht World War I, auch nicht World War II, sondern American Civil War. Ne? Das heißt, wir schauen uns jetzt mal die nächste Runde an, was der Ranger so gemacht hat. In der letzten Runde gab es den ersten militärischen Kontakt, wenn man das so haben möchte, zumindest auf der Karte. Es sind zwei Fragen zu klären. Konnte Jefferson City in Missouri gehalten werden? Also fällt jetzt schon Missouri oder können wir noch eine Runde aushalten? Wird unser Kommandeur Prince oder Price, wie der heißt, ich glaube Mansfield ist der oder im Springfield oder Mansfield, eins von beiden, bin mir gerade nicht ganz sicher, auch in Missouri, im Süden von Missouri, wird er angegriffen oder bleibt er unbehelligt? Wie weit rückt Ranger Richtung Arkansas vor oder Richtung Tennessee, also generell der Süden, der Westen jetzt, unsere Westseite. Und im Osten ist die Frage, inwieweit wird er uns jetzt dort auch aggressiv entgegentreten oder wird er sich da erstmal positionieren und das Gebiet besetzen, was er dort erstmal erobert hat. Ich bin sehr gespannt, wir schauen mal rein und ganz wichtig, Kentucky. Wird Kentucky weiterhin auf unsere Seite kämpfen? Also noch weiter zu uns kommen, sag ich mal. Oder weiter zu uns, zu unserer Seite tendieren. Oder bleibt es neutral? Mal gucken. Schauen wir mal an. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. So. Selten, also ich merke jetzt einfach schon, wenn die Runden losgehen, dass ich einfach so ein bisschen nervös bin. Also langsam entscheidet es sich, ob wir oder wie wir jetzt in nächsten Runden vorgehen werden. Also, er wird vorgerückt. Er bleibt unbehelligt. Da wird rangerückt. Fort Davidson. West Virginia, ja, gut, in West Virginia wird eingerückt. Okay, krass. Da nach vorne. Konnte er das sehen? Wo sind unsere Schiffe dort? Er weiß einfach schon, dass unsere Schiffe dort sind, ne? Das ist halt saubitter, weil wir halt keine Chance haben, unsere Schiffe dort wegzubewegen. Ja, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, dass wir dort jetzt Schiffe, dass dort Schiffe spawnen, die wir nicht wegbewegen können, bevor er sie angreift. Also wir haben direkt ein Kanonenboot verloren. Das ist schade. Ja, ein Kanonenboot ist gesunken. Ärgerlich, ärgerlich. Spain extends the status of the Confederation. Okay. Belligerent status. Okay. Disruption in Virginia. Okay. Ich sehe aber nichts von Kentucky, ne? Bitter, bitter. Unsere Kavallerie werden wir da gleich wegbewegen, ne? Wir werden mit unseren Einheiten hier ranrücken können. Okay. Mr. President, depends, also gerade stand, jede Runde, die wir Richmond halten, bekommen wir 500 Fighting Spirit. So, ab jetzt. Depends the efforts of Missouri State Guard. It is unlikely that we will be able to maintain control over all Missouri indefinitely. When Jefferson City falls, we can accept the North to install a new government in the state, making Missouri fighting as a full-fledged member of the Union. Also wenn Jefferson City fällt, wird es ein volles Mitglied der Union. Genau. Advanced caution in South Union and be ready to act should the Missouri State Guard be forced to surrender. Ja, also wir sollen uns hier vorbereiten, dass wir angreifen können, sobald die Dings Guard, sag ich mal, surrendert. Also die. Okay. Eine weitere Brigade. Die können wir später aufstellen. Das ist gerade nicht so wichtig. So, jetzt ist wichtig, in die Diplomatie zu gucken. Weiterhin bei 14%. Wir haben Juni. Close. Schade eigentlich. Schade, schade, dass es dort keinen weiteren Fortschritt gab.
Gut, jetzt mal kurz gucken. Dort. Irgendwo hier ist auf jeden Fall eine feindliche Truppe. Für uns wird wichtig sein, dass wir die Stadt hier halten. Dich ziehen wir aus Springfield raus. Du kommst dorthin. So, wir müssen uns hier jetzt defensiv aufstellen. Wir haben hier unten weitere Truppen. Die Einheit würde ich da hochbringen. Und die Einheit würde ich dort oben hochbringen. Richtung Pocahontas. Zur Verteidigung. Das Schiff würde ich hier hinbringen erstmal. Tennessee ist aktuell noch nicht gefährdet, weil er hier nicht durch kann. Er kann maximal hier dran vorbei und dann nach Dresden vorpreschen. Solange Kentucky nicht im Krieg ist, brauchen wir uns hier keine Sorgen machen. Aber Kentucky wird wahrscheinlich auf der Seite der Union dem Krieg beitreten. Das ist schon fast sicher. Fast sicher. So, wir haben auch hier eine Armee. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dir? Ich wäre da geneigt, die Truppe hier einmal zu reinforcen und sie eigentlich, ja, ich müsste eigentlich auch hier unten irgendwo meine Häfen noch verteidigen und so weiter. Ach, schwierig gerade. Können wir sie ganz reinforcen? 50 MPP. Gut, das müssen wir uns im Hinterkopf merken, dass sie dort steht. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich sie hier rüberbringe und nach Little Rock hochbringe oder Fort Smith oder sowas, um hier oben in die Front sie an die Front hier oben zu bringen. Wie sieht es denn aktuell versorgungstechnisch aus? Das sollte eine 10 werden, oder? Genau, 10, 9, sehr gut. Also Versorgung sieht hier sehr, sehr gut aus. Ich glaube nicht, dass wir hier in irgendeiner Art und Weise gefährdet werden. Vor allem, wenn wir uns hinter den Fluss zurückziehen sollten, dann sollte es kein Problem geben. So, er ist entrenched. Wunderbar. Ja, er bleibt da, wo wie er ist. So. Ich denke, dass er Moral verlieren wird, weil er belagert wird oder sowas. Aber, ja. Oh, guck an. Das sind... Ha! Partisanen habe ich gekriegt. Oh, herrlich. Ja, obwohl, also, werden wir wohl hier einrücken? Oh, herrlich, das ist ja super genial. Okay, inwieweit du kannst reintrittisch dorthin rücken? Inwieweit können wir euch durchtauschen? Ja, und die Kavallerie wieder aufpäppeln. Das geht auch auf 10 hier. Dich könnte ich dann, wenn wir mal ehrlich sind, 7. Da einen General hinzupacken. Dann hätte ich hier eine 10, 9, 8. Dann bleibt hier auf jeden Fall die 8. Da bleibt die 7 stehen. Das bringt jetzt nicht allzu viel. Außer, dass ich ihn da hinrücken kann. Ihn könnte ich dorthin rücken. Naja. Ihn kann ich noch nirgendwo hinrücken. Das heißt, mit der Einheit würde ich ganz gern woanders. Ja, okay, jetzt müssen wir uns mal kurz überlegen, wo wir welche Einheit hinrücken. Und was wir mit unseren Schiffen machen hier. 3:1. Ob ich da wohl rausfahren kann in den Hafen? Oder in den Hafen? Da ist, glaube ich, ein Schiff drinnen, ne? Das würde ich sehen, wenn da ein Schiff drin ist. Aber er hat 3 Schiffe, glaube ich. Ei. Da komme ich nicht hin. Ich könnte es probieren mit dem Schiff, ne? Irgendwie in den Hafen hier zu kommen.
Ah Gott, das war gut. Das war gut, das war sehr gut. Okay, wir haben die beiden Schiffe sind gerettet. Da wird nichts passieren. Wir haben noch eine Einheit, die wir aufstellen können. Die könnten wir in Westen aufstellen. New Units, ne? Ist nur eine Einheit, die ich habe, ne? Eine Brigade, gut. Also, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir uns hier aufstellen. Wir können mit den Einheiten hier vorrücken. Mit der Einheit das hier einnehmen. Supply-technisch. Wie stark bist du eigentlich? Soft, Attack 3, Infanterie 2, Artillerie 3, Fort 1, Armored Train 3. Soft Defense, Weak Zone of Control, Soft, okay. Attack Range 1, Spotting Lane 2, Action Points 3, also die hat generell weniger Bewegung. 3, 2, 1, 3, 1, 3. 3, 2, 1. Ich glaube, das, also 3, 2, 1, 3, das ist erstmal good to know. Wie stark ist denn 2, 2, 2, 3, 3, 2? Also 2, 2, 2 und dann 3, 3, 2. Der hat mehr Soft Attack. 2, 2, 2. Schlecht gegen Kavallerie, aber gut gegen Soft-Einheiten. Demoralisierung 10. Oh mein Gott. Tja, wenn wir das hier einnehmen, haben wir eine 5er Versorgung dort. Wir haben die Stadt eingenommen. Wir kommen auf jeden Fall nicht bis nach Alexandria hin, das ist egal. Wir können mit den Einheiten hier vorrücken. Zack und zack. Dann brauche ich eine Einheit, die dort steht. Die ist halt sehr exponiert. Damit haben wir aber den Armored Train abgeschnitten. Und auch deren Supply abgeschnitten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber das ist schön. Das ist gerade richtig schön, muss ich sagen. Das gefällt mir. Wir müssen uns überlegen, wie viele Einheiten wir Richtung Woodstock und Harrisonburg und so weiter bringen. Will ich eine Einheit dorthin bringen, ist die Frage. Kann er hier Stress machen? Er könnte mit der Einheit hier rausrücken. Aber dann wären wir schnell dort. Könnten schnell einschreiten. Wir spawnen gleich noch eine weitere Einheit hier. Dementsprechend können wir jetzt die Einheiten, die wir hier einsetzen. Er könnte 8 Felder weit. 2, 3, 4. Der Fluss kostet einen mehr. Fünf, sechs, sieben. Eins, zwei. Drei, vier. Das kostet mir nichts darüber. Über den Fluss zu laufen kostet mir gar nichts, ne? Eins, zwei. Drei. Vier. Eins. Nee, weil ich hier eine Zugstrecke habe. Oder hier eine Brücke habe, ne? Okay, über Brücken kostet es mir nichts. Also nicht irgendwie ein mehr. Da kostet 6. Weil ich einen Fluss überquere, zwei Flüsse überquere. Und warum dann 6 hier rein? Das kapiere ich gerade nicht. 8. Ich kann aber zumindest 8 Felder weit laufen. Tja. Er hat die höchste Moral. Das sollten wir ihn mit reinstellen, weil er der ist, der am heftigsten angegriffen werden könnte. Mit der höchsten Moral. Er hat die schwächste Moral.
Ja, wir können auf jeden Fall da oben reinrücken. Tja, ihn könnten wir jetzt sogar dort hinstellen, ne? Und mit ihm sogar noch einen weiter runterlaufen. Dann hätten wir sie alle umcircled hier. Oder die Kavallerie benutzen wir dafür. Oh mein Gott. What the fuck? Ich könnte mit der Kavallerie da oben in die Stadt einreiten. Sie wäre angeschlagen. Sie wäre angeschlagen. Aber die haben alle keine Versorgung mehr. Schaffe ich es, die Flächen dort zu besetzen? Das kann ich besetzen. Ihn kann ich da oben hinschicken. Er kann dorthin. Ihn kann ich auch dahin stellen. Weil die haben gleich keine Power mehr. Die können mir nicht mehr wehtun dann. Kann ich ihn dorthin stellen? Er kann dahin. Ja, komm, so machen wir das. Naja, ihn kann ich auch... Ja, ihn kann ich natürlich nochmal moven. Aber will ich ihn nochmal so heftig moven? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ihn dorthin. Zack. Ihn dorthin. Zack. Ihn kann ich nicht so weit moven. Ihn kann ich so weit moven. 34er Moral. Das ist schon heavy. Könnte, wenn er angegriffen wird, könnte er zurückweichen. Das nicht ohne. Tja, ihn kann ich jetzt dahin schicken. Er kommt nicht so weit. Er kommt auch nicht so weit. Ihn würde ich wahrscheinlich dahin schicken. Ja, damit er hier hoch kann. Zack. Er kann rein theoretisch dorthin zur Verteidigung. Er kommt dahin. Wir müssen jetzt gucken, wie wir unsere Leute hier oben versorgt kriegen. Tja. Die Kavallerie schicken wir da oben rein. Das ist zu gut. Er kann natürlich dann probieren, hier auszubrechen. Darüber auszubrechen. 1 zu 1, 2 zu 1. 2 zu 1, 2 zu 1. Das machen wir alles nicht. Wie sieht es versorgungstechnisch nächste Runde hier aus? Vor allem der da oben in der Spitze ist, der hat nur eine 6er Versorgung. Das können wir verbessern, indem wir unseren General einen vorschieben. Indem wir ihn einen vorschieben. Tja, aber ich möchte mit dem General da eigentlich hin. Dann könnten wir ihn rein theoretisch besser dorthin bringen. Wobei die Versorgung hier vorne ist eigentlich ganz gut, ne? 7, 8er Versorgung. Ne, das da oben ist das Problem. Wenn ich ihn jetzt einen vorstelle, da habe ich hier 9er. Habe ich dann eine 10er Versorgung. Bekomme ich hier eine 8er und da eine 7er. 7er ist richtig gut. Das heißt, die Moral sollte eigentlich stehen bleiben. Aber es ist schwierig, alles jetzt zu entscheiden, wo man wen hinstellt. Er kann da nicht hin. Er kann dahin, das ist schon mal wichtig. Ihn würde ich tatsächlich dann dorthin stellen. Gut, er kommt jetzt
Da bin ich mir nicht ganz sicher, wo ich die Einheit hinstelle. Da bin ich mir fast sicher, dass ich sie dorthin stelle. So. Die könnten wir dahin stellen als Support-Einheit. Moralisch nicht angegriffen. Also, also wenn wir diesen Gewaltmarsch machen, sage ich mal, setzen wir die Truppe moralisch unter Druck. Das ist halt nicht so effizient. Er ist aber die einzige Einheit, die bis nach Culpeper gehen könnte mit einem Gewaltmarsch. Das heißt, wenn ich ihn nach Culpeper stelle. Ihn nach Culpeper bringe. Ihn darüber. Hier habe ich drei Einheiten, die hier rübergehen. Also die beiden gehen nach links rüber. Er hier geht dahin. Die Einheit geht dahin. Die Einheit geht dahin. Die Einheit geht dorthin und die Kavallerie rückt rum. Das heißt, wir machen hier den Support dicht. Das wird hart, Alter. Das wird richtig heavy. Scheiße. Oh Mann. Der Ranger tut mir jetzt schon leid. Oder er kontert mich gleich richtig heftig und ich verliere beide Einheiten. Ich verliere meine Kavallerie. Und ich verliere meine anderen Truppen. So. Das ist unser erster Move. Die sollten alle drei gleich kein Supply mehr haben. Und wir setzen ihn da hoffentlich mit so sehr unter Druck, dass er nicht in Ruhe irgendwas planen kann. Wir haben hier eine wunderschöne Frontlinie. Den setzen wir einen vor. Und verbessern damit. Welchen Support habe ich jetzt hier? 6er Supply, 5er. 5er. 5, 5, 6, 5. Wo kommt die 5 her? Da, 8, 7, 5, 6, 5. Kommt denn die 6 jetzt hierher? Von wo gehen wir denn aus? Ich glaube nicht, dass ich hier einen 5er Support habe. Das bezweifle ich gerade irgendwie. Ich glaube, das ist eher geringer. Das ist. Von der 8 kommt das hier, ne? 6, nee, 7, 7, 8, 7, 6, 8, 7, 6. Da habe ich aber hier 4er, nee, 5er, 4er, warum habe ich hier eine 5? Weiß ich nicht, könnte an der Stadt liegen wahrscheinlich, aber die Stadt hat eigentlich nur noch ein Supply. Dementsprechend sollte es eigentlich nicht so sein. Aber ja. Ihn dorthin. Wir können sie auch direkt hier hinterstellen, ne? Ich weiß nur nicht, ob er da Sicht drauf hat. Jetzt haben wir hier halt immer nur eine Linie, ne? Wenn die hier irgendwie durchbrechen, weil unsere Truppen schwache Moral haben. Die hat hier eine ganz schwache Moral nur. Die hat auch eine schwache Moral. Die hat eine schwache Moral. Die hat eine auch schwache Moral. Der ist ganz schwach. Der ist auch schwach. Also das schwach, das schwach, das schwach. Also alle, die gerade ausgegraut sind, haben eine sehr schwache Moral. Das ist nicht so gut. So, ihn schieben wir einen vor. Sieben. Gut, damit kommen wir jetzt auf sieben. Damit können wir leben. Ja. Ich glaube, dass wir hier auf 6, 5 kommen, maybe. Vielleicht auch nur 4. Die Truppe. Wenn ich die dahin stelle, habe ich dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder so. Keine Ahnung, vielleicht kann ich damit hoch. Die Truppe bewegen wir auf jeden Fall dahin. Die Truppe bewegen wir dahin.
Ihn würde ich halt gerne stärker bewegen. Vor allem in diesem Bereich hier oben hoch. Da einen Zehner, also auf Culpepper einen Zehner zu haben, wäre halt cool. Aber wir bewegen ihn dahin. So. 10, 10, 10. Ja, der bringt uns aktuell nicht so viel. Die Einheit jetzt. Ja, mit der könnten wir rein theoretisch auch Richtung Shandor-Nash-Dings gehen. Ich würde die Einheit aber tatsächlich eher dorthin stellen. Und da bin ich gerade am Überlegen, wird er mit der Einheit aggressiv vorgehen? Womit ich rechne, ist eine Landung. Eine Landung hier. Und ein Vormarsch auf Tepper Honok. Damit rechne ich. Da würde ich am liebsten so eine kleine Mini-Einheit reinstellen. Es reicht ja, wenn er sie im ersten Zug wenn er das im ersten Zug nicht besetzen kann, reicht es vollkommen aus, weil dann hat er hier keine Versorgung. Das heißt, ich muss hier einfach nur eine Einheit drin stehen haben, die den ersten Angriff widersteht. Und wie schnell kann er jetzt hier eine Landung vollführen? Mit der Einheit kommt er an der Festung sowieso nicht vorbei, weil die hat eine Control Zone, glaube ich, ne? Full Zone of Control, ja. Das heißt, er muss mit der Einheit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also er kommt gar nicht dahin mit einmal. Das heißt, die Einheit hier können wir auch ganz banal erstmal nur bewegen oder irgendwo anders hinstellen. Die macht noch gar nichts. Die können wir auch rein theoretisch da oben hinstellen. Also, da kommen wir auch nicht voran. Nee. Du kommst dorthin. Neue Unit. Neue Unit. Die können wir auch irgendwo anders aufstellen, aber sie ist aktuell hier. Wird sie mehr gebraucht. So. Da wird sie mehr gebraucht. Entweder im Shenandoah Valley oder direkt an der Front oben. Das, was wir halt sehr gut gemacht haben, ist dieses Umzirkeln hier. Das könnte uns jetzt, wir haben die Hälfte der Armee, das ist so ein bisschen wie die Schlacht beim Bull Run. Aufgrund von Partisanen, die sich erhoben haben, haben wir die Möglichkeit, konnten ihnen in den Rücken fallen und die Front war nicht geschlossen. Das heißt, er ist hier aggressiv vorgegangen auf unsere Kavallerie, auf unsere Kavalleriebrigade. Und Johnston und Beauregard, ich glaube, ist richtig, ne? Beauregard, haben dann diese Situation ausgenutzt und den Feind umcircled und drohen jetzt quasi die Hälfte der Potomac-Armee zu schlagen. Jetzt wird er verzweifelt probieren, die Einheiten hier rauszuziehen. Was wir machen könnten, ist mit dieser Einheit dorthin gehen, um ihn jeglichen Rückzug abzuschneiden. Ich bezweifle aber, dass er überhaupt an meiner Kavallerie vorbeikommt. Also er kann hochziehen und hochziehen und die Kavallerie beschießen. Er hat bestimmt vielleicht noch Truppen von hier oben, die er ranholen kann und die Kavallerie vernichten kann. Das wäre halt das Worst-Case-Szenario, wenn er es schafft, meine Kavallerie zu besiegen. Jetzt ist die Frage, er hat hier Truppen und er hat hier irgendwo Truppen. Die werden noch nicht so weit vorrücken können, glaube ich. Das kann gut sein, dass ich die Einheit aber im nächsten Zug da hinstellen muss. Das heißt, wenn ich sie jetzt da runterführe, gebe ich wahrscheinlich das Shenandoah Valley auf, weil die Truppen hier unten noch nicht so schnell da sein können, um das hier zu verteidigen. Und wir wollen ihn auf jeden Fall hier aufhalten. Wir werden das Risiko eingehen und die Kavallerie so belassen, wie sie ist. Wir werden sie so belassen, wie sie ist. Die sind auch alle eingegraben hier. Wenn er sich bewegt, verliert er seinen eingegrabenen Bonus. Und die Einheiten hungern wir einfach aus. Die Kavallerie, damit steht und fällt alles. Wenn die Kavallerie die nächste Runde überlebt, dann haben wir ihn echt am Bürzel. Dann haben wir ihn am Bürzel, meine Freunde. Das wäre eine krasse Geschichte. Überlege gerade, ob ich noch irgendwas wechseln kann. Aber nein, wir sollten auf die Moral aufpassen. So, wir haben noch nicht alles ausgegeben.
Research Points. Wir haben noch 400 Research Punkte übrig, die wir investieren wollen. 400, 400, 400. Das ist die gute Frage. Was wollen wir erforschen? Leadership. Wollen wir unseren Leadership? Infanterie-Tactics? Ich glaube, Infanterie-Tactics zu erforschen ist keine dumme Idee. Wir müssen aber 400 Punkte ausgeben. Ich glaube, Infanterie-Tactics da. Also, Kavallerie-Taktik sind wir schon bei 2, ne? Unsere Kavallerie-Taktik ist deutlich stärker. Deutlich, deutlich stärker. Das heißt, unsere Kavallerie sollte auf jeden Fall überlegen sein. Unser Leadership ist stärker als seins, glaube ich. Experimental Submarines, ja, keine Ahnung. Das ist so jetzt eigentlich nicht das, was ich unbedingt brauche. Build Limits of Transports and the Action Points of Transports and Armored Trains by one. Okay. Minimum von Supply, der Headquarter. Das ist halt vielleicht im Westen nachher interessant. Guck mal, die sind alle hier schon. Logistik 5. Die sind voll, ne? Einfach alle Technologien schon. The fuck? Eieiei. Gut, ich glaube, wir könnten, also die letzten 400 Punkte werden wir jetzt noch nicht wirklich ausgeben. Wir gehen mal kurz in die Graphen rein, in den Report rein und schauen einfach mal nach, was wie beim Amerikaner aussieht, also bei dem Norden aussieht. Also, Convoy Income, die bekommen irgendwas mit 45 oder sowas. Wir bekommen irgendwas mit 12, 18, ist nur die 18? Ne, 26 bekommen wir, never mind. Oder so, ich weiß gar nicht, oder 13, ne, 13 bekommen wir. Zwei Runden, 2x13 haben wir bisher bekommen. Gut, Raiders, nichts. Diplomatie. Er hat geforscht, er hat wieder investiert. 1100 hat er in Forschung investiert. Collected Income. Er hat 950 für Truppen ausgegeben. Wir haben bisher 20 für Truppen ausgegeben. Also da müssen wir auf jeden Fall nachsteuern. Er wird uns mit truppentechnisch dann irgendwann überrennen. 42 Lost. Fighting Spirit, unser Fighting Spirit. Ja, wir haben nochmal 100 verloren, ne? Aber 100 ist nicht so schlimm. Collected Income, 2600. 2900. Also er hat inzwischen auch mehr bekommen. Lost Units, das war das Schiff, das wir verloren haben. Da konnten wir jetzt nicht viel gegen machen, das zu schützen. Und da haben wir irgendwo nochmal Einheiten. Ah ja, genau, die zwei... Die den Schaden, den wir genommen haben beim Heranrücken bei Alexandria, also bei Manassas am Bull Run. Da haben wir mal Schaden genommen. Gut, das war unsere Diplomatie. Wir haben 1400 in Forschung investiert, er hat 1100 in Forschung investiert. Dann werden wir jetzt erstmal bei den anderen Sachen hinterher steigen. Jackson. Ist das vielleicht Stonewall Jackson? Der Jackson? Das würde uns aber 400 kosten, glaube ich, ne? 405 würde mir das kosten, wenn ich mir den jetzt hole. Und er wäre im September, wäre er ready. Das heißt, wie viele Runden sind das? 5 Runden wird das, oder? Nee. Build Limit, Produce Daily Month. Achso, okay. 3 Runden dauert das. Divisionen werden aber, glaube ich, auch wichtig. Wir könnten uns 3 Divisionen holen und nichts in Forschung investieren erstmal. Und damit in 3 Monaten oder in 3 Runden 3 Divisionen zu handhaben. Das könnte unsere aktuelle Situation ordentlich verstärken. Die Ranger sind auch nicht dumm. Die würde ich auch ganz gern haben. Kosten 225. Dann machen wir das doch so. Mountaineers. Mountains Division. Da weiß ich nicht, ob ich die jetzt schon brauche. Wo ist denn da der Unterschied? Ich sehe keinen Unterschied bei den Werten hier. Außer, dass die, keine Ahnung, vielleicht kämpfen sie in... Okay, Divisionen sind doppelt so stark wie Brigaden fast, ne? Also zumindest was den Soft-Damage angeht und was den... Ja, komm. 1, 2. Auf jeden Fall 2 Stück. Trip of the Line.
Dauert ein Jahr dauert das. The fuck, nee. Kavalleriebrigade. Kavalleriedivision wäre natürlich auch krass. Eine Ranger-Einheit. Jetzt ist die Frage, wollen wir den Ranger, also im August, 16. August, in 2 Monaten den Ranger schon haben? Weil den könnten wir im Westen gebrauchen. Wir brauchen viele Kavallerieeinheiten im Westen. Wir bekommen zwei Kavallerieeinheiten bekommen wir durch Indianer. Wir haben selber dort eine stehen schon. Dann haben wir noch einen weiteren Ranger, den wir in Texas bekommen. Den können wir hochbringen, das dauert aber lange. Und wenn ich noch einen weiteren Ranger da oben hinstellen kann, habe ich 5 Kavallerieeinheiten. Aber das wird auf Dauer, also das wird noch dauern. Wichtiger ist, glaube ich, erstmal, dass wir eine weitere Division mitnehmen. So, wir investieren nichts in Forschung gerade. Und packen erstmal 3 Divisionen, um so ein bisschen hinterher zu kommen. Diplomatie macht nichts. Das passt. Wir haben alles ausgegeben. Ich glaube, wir haben alles gemacht, was wir machen konnten. Ja, wir werden in Lynchburg und, nee, ich glaube in Witherville und in Christianburg werden wir gleich auch noch Einheiten bekommen. Und eine Einheit werden wir auf jeden Fall nach Lewisburg hochbringen. Er wird, denke ich, Beckley wird er gleich einnehmen mit dieser Einheit. Falls er es schafft. Mit der Einheit hier oben wird er Philippi einnehmen und der andere Einheit, ich glaube eine dritte Einheit, könnte nach Sutton gehen. Das heißt, danach könnte er versuchen, hier reinzugehen. Das bedeutet, wir werden eine Einheit, die Einheit, die hier spawnt, werden wir hochschicken Richtung Staunton und die, die hier spawnt quasi, die werden wir hochschicken nach Lewisburg direkt. Und mit der Einheit dann hier runter. Ich glaube nicht, dass er hier irgendwann durchlaufen wird. Zumindest da, das sehen wir ja, wenn er hier runterkommt. Dann können wir da schnell was hinverlegen. Ist auch eine Zuglinie hier, dann geht das schnell. Da sind wir flexibel. Hier haben wir eine Verteidigung. Hier haben wir eine Verteidigung. Eine ausreichende. Nächste Runde hast du hier 10, 9. Wir könnten mit ihm auch ein weiter vorgehen. Was ich aber Angst habe, wenn ich noch weiter vorgehe, dass er mich umcircelt hier. Ich habe keine Chance, das zu verhindern. Nee, wir bleiben dort einfach stehen. Wir bleiben hier defensiv. Die Kavallerie ist ja hier auch auf dem Weg. Die werden wir hier hinstellen. Die Truppe geht hier hoch. Du verteidigst hier Pocahontas. Und Gainesville würden wir eigentlich auch verteidigen, aber hier kann er eh nicht durch. Also hier ist ja kein Supply. Das ist eine Todeszone, der Matsch hier. Da kommt keiner durch. Das heißt, er muss quasi die Route hier nehmen. Und wenn wir Pocahontas halten können, wäre geil. Wenn wir das irgendwie organisiert kriegen, dass hier keiner durchkommt. Am besten, wenn wir Gainesville auch halten würden, ne? Weil er könnte sich hier mit einem General reinstellen und dann hier durch eine Offensive auf Pocahontas fahren und genug Supply generieren, damit er hier durchkommt. Oder wir müssten hier eine riesen Armee hinstellen. Das wäre halt zu verhindern. Oder das wollen wir verhindern. Wir wollen die von Memphis weghalten. Das ist wichtig. Und Nashville auch. So, ich glaube, dann war es das. Wir sind auch schon wieder fast 40 Minuten dran. Da beenden wir unseren Zug. Oh, sehr gespannt, was der Ranger dazu sagt. Sehr, sehr gespannt. Foreign Minister reports diplomatic success. Oh, auf 8%. Okay, okay, okay. Oh, maybe. Oh, bitte haben wir Glück. Komm. Please. Union Soldiers, Hershey, Follower, Whites. Heart Attack come against no more. One of many Syrian war songs. Achso, eins. Ah, okay, okay. Eine viele berühmte Songs sind während des Krieges entstanden, ja. Kriegssongs quasi. 818 MPP. Genau, Price Headquarter, Cotton Soul Sales, genau, UK und Spanien geben uns Geld. Kentucky gibt uns ein bisschen was, in Mexiko 50. Ja, das war's schon. Also keine Events und so weiter. Knackiges Ende. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich bin mal sehr gespannt, was der Ranger auf unser aggressives Verhalten dort oben antwortet. Die Partisanen sind natürlich ein absolutes Goldstück. Ohne die wäre das quasi nicht möglich. Und dass dort oben Partisanen aufploppen ist, habe ich bisher noch nicht erlebt. Finde ich gut. Müssen wir generell mal drauf gucken. Ich glaube aber nicht, dass Ranger sich diesen Fehler ein zweites Mal eingeht. Ich glaube, in West Virginia gibt es einige Partisanen und auch später in den eroberten Gebieten. Missouri hat, glaube ich, keine. Kentucky hat auch keine. West Virginia hat welche. Und im Shenandoah Valley sind auch Partisanen, soweit ich das weiß. Und natürlich in unseren ganzen Kernlanden überall, ne, im Süden. Ich freue mich. Bin gespannt, was er darauf antwortet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Es wird spannend. Haut rein. Ciao, ciao.